Die MSW in Wiener Neustadt wurde 1993 gegründet und beschäftigt sich mit der Herstellung, Bearbeitung und Veredelung von metallischen Werkstoffen. Kunden aus unterschiedlichsten Branchen werden Komplettlösungen vom Rohteil bis zum Fertigteil mit höchstmöglicher Produktivität im Bereich der Zerspanung und Formgebung angeboten. Innovation: Anordnung zur Befüllung eines Silos. Unternehmen der Holzverarbeitung speichern ihre Holzabfälle in Silos, die nach Explosionsschutzvorschriften genehmigt werden müssen. Derzeit haben alle Tischler, die einen Spänesilo aus einer nicht druckfesten Betonkonstruktion betreiben, das Problem, dass die Späne nicht als Staub-Luft-Gemisch in den Silo eingebracht werden dürfen. Deshalb hat MSW eine Anordnung zur Befüllung eines Silos entwickelt und in Form eines Prototypen realisiert. Die Späne werden dabei durch eine rotierend angetriebene Förderschnecke weitgehend staubfrei in den Silo eingebracht. Die Förderschnecke ist mit einem offenen Käfig ummantelt und die Befüllung wird von unten nach oben durchgeführt. Was ist nun der größte Vorteil dieser Innovation? Der größte Vorteil unserer Innovations-Silo-Befüllungsanlage ist, dass erstmals Tischlereisilos mit Spänen ohne Staub aufzuwirbeln befüllt werden können.